Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondgedanken. Der Titel der heutigen Folge: Nachhaltigkeit ist kein Selbstzweck. Und mein Gast ist Jan-Peter Schott, Geschäftsleiter Prima Fonds Service GmbH und, da bin ich doch gleich darauf aufmerksam geworden, gelernter Forstwirt. Er ist mir jetzt zugeschaltet. Guten Tag, Herr Schott. Ja, guten Tag, Herr Drescher. Das mit dem Forstwirt habe ich natürlich deshalb betont, weil viele da die Anfänge der Nachhaltigkeit suchen und Ja. mich das natürlich interessiert, wie jemand, der Forstwirtschaft studiert hat, in die Fondsbranche kommt. Deshalb nehmen wir das auch mal gleich als den Aufhänger, um zu starten Ja, miteinander. Herr Drescher, das ist ein Aufhänger. Ganz ehrlich, ich werde das sehr oft gefragt, wie kommt der Förster eigentlich aus dem Wald hier in die Finanzindustrie, ins Finanzwesen? Im Grunde genommen war das bei mir so ein Aha-Effekt. Ich bin da eigentlich relativ finanztechnisch unbeleckt in das Forststudium eingetreten und habe dann da auch so Sachen gehabt wie Biologie, Ökologie. Da gibt es dann Räuber-Beutesysteme, da werden dann Kurven aufgemalt. Und wenn man dann als kleiner Forststudent in den Vorlesungen sitzt, lernt man auch sehr schnell, dass man wird ja eigentlich Forstamtsleiter, dass auch volkswirtschaftliche Aspekte oder auch betriebswirtschaftliche Aspekte eine Rolle spielen. Und die malen dann plötzlich die gleichen Kurven auf. Na, dann ist das Markkreuz, ist dann eigentlich ganz ähnliche Systematiken dahinter. Das ist beides dynamische Mathematik. Und im Grunde genommen ähneln sich diese Konzepte sehr, sehr stark. Und da war dann mein Interesse geweckt. Und im Grunde genommen bin ich dann in dieser Schnittstelle von Wirtschaft und Nachhaltigkeit. Da habe ich mich dann im Grunde genommen immer weiterentwickelt, bis ich dann eine Zeit lang selber auch als Vermittler und als Berater tätig war und dann irgendwann halt auch erkannt habe, dass nachhaltige Geldanlagen einfach fundamental sich gut rechnen können, wenn man das richtig macht. Und so bin ich dann halt eigentlich mit einer Idee für einen nachhaltigen Investmentfonds damals dann auf die Prima zugegangen. Die Idee ist dafür gut gefunden worden, dann umgesetzt worden und schlussendlich bin ich ja heute hier auch als Geschäftsleiter bei der Prima. Haben Sie denn bei der Prima eine einheitliche zentrale Definition von Nachhaltigkeit, die das Unternehmen nach außen vertritt, im Sinne einer Hausmeinung? Ja, also da muss ich vielleicht noch ein Stück weit ausholen. Das Thema Nachhaltigkeit bei der Prima ist ja schon in 2013 damals mit den Global Challenges umgesetzt worden. Das war das erste Mandat, was wir Richtung Nachhaltigkeit bewegt haben. Wir haben dann erkannt, dass dieses Nachhaltigkeitskonzept, was wir dort fahren, ein fundamental gutes ist. Wir waren vorher schon noch überzeugt, es hat sich dann aber auch tatsächlich bewährt. Das hat dann dazu geführt, dass eigentlich alle Mandate der Prima jetzt einen Nachhaltigkeitsaspekt haben. Es ist so, dass die Prima-Fonds durchaus sehr unterschiedliche Fonds sind und jeder Fonds natürlich dann auch ein individuelles Nachhaltigkeitskonzept hat, auch eines bedarf. Und vor dem Hintergrund, dass wir da doch ziemlich divers agieren zum Thema Nachhaltigkeit, und zwar so, wie das dann für den Fonds am besten, für den einzelnen Fonds am besten passt, haben wir natürlich ein sehr grundsätzliches Nachhaltigkeitsverständnis, was in seiner Grundsätzlichkeit natürlich aber auch Interpretationsspielraum bietet, aber auch gleichzeitig ganz gut aufgelegt ist, dass man das so nach außen kommunizieren kann. Ich will das mal einfach vorlesen, unser Nachhaltigkeitskonzept, die Definition, die wir da haben. Das lehnt sich an den Brundtland-Report von 1987 der Vereinten Nationen an. Das ist also die erste internationale Definition zum Thema Nachhaltigkeit. Und demnach ist nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die gewährt, dass künftige Generationen nicht schlechter gestellt sind, ihre Bedürfnisse zu befriedigen als gegenwärtig Lebende. Und das ist, ich habe eben davon gesprochen, dass wir da einen gewissen Spielraum haben, aber im Grunde genommen auch ein ganz klares Diktum und wir wissen, in welche Richtung wir gehen müssen. Das ist so der Grundsatz, dem sich dann auch die Prima verpflichtet. Und dann haben wir natürlich ein hauseigenes Nachhaltigkeitsverständnis auch noch entwickelt, an dem sich die Fonds orientieren. Also das ist so eine Grundsatznachhaltigkeit, die dann in jedem Fonds gleich gesetzt ist. Beispiel geächtete Waffen sind grundsätzlich überhaupt nicht zu investieren. Das machen aber viele Investmenthäuser ja auch schon so mittlerweile. Nahrungsmittelspekulation ist auch so ein Thema, wo wir ganz klar einen Ausschluss gesetzt haben. Das ist also so ein prima Grundsatz und dann haben wir individuell für die Fonds einzelne Nachhaltigkeitskonzepte. Geächtete Waffen sind ausgeschlossen, haben Sie gerade gesagt. Da stellt sich natürlich die Frage, Stichwort Taxonomie, die für die Umwelt, das war ja der erste Schritt, der zweite die für die soziale Taxonomie. Da gibt es ja gerade Diskussionen um das Thema Rüstung. Wie stehen Sie denn im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und der etwas veränderten Sichtweise auf das Thema Rüstung dann bei Ihren Fonds da?
Also geächtete Waffen, da sind wir, glaube ich, alle einig. Das ist also ganz unabhängig auch von der Ukraine-Situation. Das ist eine Sache, wo wir alle oder viele von Gesellschaften einen ganz klaren Ausschluss definiert haben. Den haben wir halt auch grundsätzlich auf Prima-Ebene im Grundsatz schon. Wir haben aber auf anderer Ebene auch Waffen komplett ausgeschlossen. Ich gebe ein Beispiel. Wir haben uns von einem Unternehmen getrennt, einer Unternehmensberatung Accenture. Die hat für das amerikanische Militär ein Trainingsprogramm entwickelt und das ist dann eben schon den Waffen zuzuordnen gewesen und damit war es dann ein Ausschlusskriterium, was verletzt wurde. Wir haben uns von dem Unternehmen getrennt. Gleichwohl wissen wir, dass das Thema Rüstung und Waffen natürlich eins ist, wo man ein Stück weit überlegen muss. Und ich lade jetzt hier einfach mal ein, so ein paar Überlegungen mit mir zu gehen. Der erste Punkt ist tatsächlich die geänderte gesellschaftliche Meinung, wo wir sagen, wie sieht es denn eigentlich aus mit einem Verteidigungskrieg gegen einen Aggressor? Ist es dann nicht sinnvoll, Waffen auch gezielt da einzusetzen, zu exportieren? Und das ist was ich sagen kann, okay, da sind wir bei der Prima eigentlich der Ansicht, dass das so richtig ist, wobei wir uns da mit den Fonds bisher noch nicht weiter bewegt haben. Wir haben da noch unsere klarstehenden Ausschusskriterien. Das ist also eine Meinung und noch ist es in den Fonds nicht grundsätzlich umgesetzt. Dann haben wir andere Aspekte noch zum Thema mit Rüstung und Waffen, wie zum Beispiel, wenn man sich so überlegt, wie sieht das eigentlich aus mit der Polizeigewalt? Ist es gut, wenn in einer stabilen Demokratie die Polizei bewaffnet ist, um die Bürger zu schützen? Das ist so ein Aspekt nochmal zu Waffen. Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn Despoten an der Macht sind? Sind dann die Waffen in Polizeihand immer noch eine Sache, die wir sagen, das kann man als nachhaltig bezeichnen? Und am Ende kann man das halt noch immer weiter runterbrechen. Wenn man ein Unternehmen sich anguckt, was Hubschrauber herstellt, dann kann der einmal rot-weiß lackiert aus dem Unternehmen rauskommen und als Christopher Rettungshubschrauber eingesetzt sein. Er kann aber auch eben schwarz oder grün lackiert sein und dann ausgestattet werden mit Waffen. Das ist dann Dual Use. Und wenn das gezielt gemacht wird, dann investieren wir halt nicht in Unternehmen, was wir nicht ganz beeinflussen können. Wieder Dual Use. Ich gebe ein anderes Beispiel auch aus unseren Portfolios. Das war die Firma Shimano, in die wir investiert waren, die sehr solide Fahrradketten herstellt. Und eine solide Fahrradkette als originärer Gebrauch ist dann halt auch eine Sache, die als nachhaltig anzusehen ist. Gar keine Frage. Fahrradfahren ist gut, ist ein nachhaltiges Thema. Wenn diese Kette aber dann vom IS eingesetzt wird, um auf Pickup-Fahrzeugen Schnellfeuergewehre zu steuern und zu lenken und gezielt dann dazu eingesetzt wird, dann muss man irgendwann die Frage stellen, im Portfolio ist das dem Hersteller bewusst, produziert der Hersteller für diesen Gebrauch oder tut er das nicht? Und es ist ein Missbrauch. Und so diese Entscheidungskriterien, die liegen dann immer wieder an, wenn wir zum Thema Rüstung und Waffen uns Gedanken machen müssen. Wichtig dabei, das Thema Nachhaltigkeit ist ein dynamisches und wir sind immer wieder dabei, unsere Konzepte anzupassen. Natürlich auch in Rücksprache mit unseren Ratingagenturen, die da die Unternehmen bewerten. Wenn Sie diese dezidierte Meinung schon zum Thema Rüstung haben, möchte ich ja nicht wissen, wie Sie zum Thema Atomenergie und Gasenergie in der Umwelttaxonomie stehen. Was haben wir denn da für ein Wording von Ihnen? Ja, da kann ich ganz klar sagen, wenn wir die Atomenergie uns angucken und die Gasenergie angucken, da will ich das Thema vielleicht ein Stückchen anders aufziehen. Wenn wir jetzt uns einfach angucken, wie das aussieht in dem Paradebeispiel, was direkt unser Nachbarland ist, wenn wir nach Frankreich gucken, dann haben wir da die Situation, dass viele der Atommeiler stark veraltet sind und eben nicht mehr vernünftig funktionieren und dass gerade jetzt in dieser Trockenphase, die wir haben, die Loire liegt trocken, noch mehr Atommeiler tatsächlich vom Netz genommen worden sind. Und gerade hier die Energieversorgung doch offenbar in Frankreich sehr, sehr schwieriges Thema ist. Und wenn man dann guckt, was die Gestehungspreise von Energien sind, wenn man sich einfach überlegt, was kostet es denn tatsächlich, mit neuen großen Kraftwerken Strom herzustellen, dann haben wir bei der Atomenergie Gestehungskosten von 14 bis 90, 19 Euro Cent pro Kilowattstunde. Und bei der Photovoltaik sind es halt dann eben 2 bis 6 oder bei Windenergie sind es halt nur 4 bis 8. Also wirtschaftlich gesehen ist es so, dass wir da nicht wirklich uns hinter die Atomkraft stellen können. Das nächste ist halt eben auch ganz einfach, dass wir schlichtweg keine Unternehmen mehr finden, die da investierbar wären. Ja, wir schließen es ganz klar aus Nachhaltigkeitskriterien und Gesichtspunkten bleiben auch dabei, stehen auch zu unserem Ausschluss eben wegen der Folgerisiken, die wir deutlich immer noch sehen. Aber auch aufgrund der Wirtschaftlichkeit ist Atomkraft eigentlich überhaupt gar keine Frage für uns, da zu investieren. Es gibt schlichtweg keine Unternehmen. Man könnte noch als letzten Tropfen obendrauf das letzte neue Atomkraftwerk Flamanville nennen, was in Frankreich ja gerade gebaut wird.
Und da haben wir explodierende Gestehungskosten. Das war irgendwie mal bei 3,3 Milliarden Euro, wenn ich jetzt die Zahlen richtig habe. Ich gucke es hier gerade eben nochmal nach. Wir sind von 3,3 Milliarden Euro auf an die 20 Milliarden Euro schon gekommen. Erst 2012 war Inbetriebnahme geplant. 2023 wird es werden. Das ist die letzte Meldung, die rausgekommen ist, dass 2023 auch nicht zu halten ist. Und damit sind wir wahrscheinlich auch über 20 Milliarden. Und das ist einfach was, wo wir dann als Treuhänder, unsere Anleger und Kunden sagen müssen, okay, auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten stellt sich hier gar nicht groß die Frage, aber eben auch aus Nachhaltigkeitskriterien, weil wir glauben, dass wir tatsächlich mit der Endlagerung immer noch ein großes Problem haben. Man kann auch andere Punkte anführen, wo wir sagen, wie sieht es denn eigentlich aus mit der Rohstoffversorgung? Gibt es dann wieder Abhängigkeiten? Ich denke ja. Meistens gibt es Uran aus Australien oder eben halt aus Russland. Das sind eben die großen Exporteure von Uran. Und dann wäre die letzte Frage, die man sich noch stellen kann: Wie lange könnten wir denn eine Weltenergieversorgung aufrechterhalten, wenn wir tatsächlich theoretisch jetzt einfach mal kapriziert sagen würden, wir würden die gesamte Energieversorgung der Welt nur mit Atomenergie bewerkstelligen wollen oder nur die Hälfte der gesamten Weltenergieversorgung, dann hätten wir genau für 20 Jahre lang genug Uran. Also hier sind auch die Vorräte endlich und wir haben im Grunde genommen viele unendliche Möglichkeiten, die auch einfach von den Preiseffizienzen sich gerade anfangen durchzusetzen. Und hier ist mein Appell, ideologiefrei zu agieren und den Markt da tatsächlich lenken zu lassen. Und ich glaube, der Markt lenkt da gerade in die richtige Richtung. Das ist die Einlassung zu Atomenergie. Wenn ich dann ein Stück weit weitergehe und mir überlege, wie sieht das denn beim Thema Erdgas aus, dann weiß ich auch, hier sind wir darauf angewiesen, dass wir jetzt in dieser Situation, in der wir uns gerade befinden, auch weiter Erdgas einfach nutzen. Das müssen wir tun. Es wird nicht anders funktionieren, um die Energieversorgung jetzt erstmal in Deutschland vor allen Dingen auch sicherzustellen. Wir wissen, dass wir Fracking-Gas importieren, Flüssiggas, dass das viele Umweltschäden mit sich bringt. Wir könnten auch in Deutschland fracken. Wir haben uns mit gutem Grund dagegen entschieden. Würden wir das tun in Deutschland, hätten wir für ein halbes Jahr unsere Gasversorgung gesichert und danach wäre nichts mehr da. Also danach wäre es dann vorbei. Vor dem Hintergrund der großen Umweltschäden sollten wir eigentlich unsere gesamte Intelligenz nutzen, lieber andere Bereiche auszubauen. Und Erdgas ist zunächst mal von den reinen Verbrennungen her wesentlich besser als Kohle oder Öl, hat aber diese große Problematik der Leckagen. Die großen Erdgasleitungen haben große Leckagen und da tritt dann immer sehr viel Gas aus, was dann direkt als Klimagas wirkt. Und das ist halt wieder ein Punkt, wo ich glaube, dass wir auch da gut beraten sind, diese Kriterien bei uns weiter als Ausschlusskriterien gesetzt zu halten. Die Taxonomie sieht sie halt nicht als Gesetz vor. Und die letzte Pragmatik für den deutschen Endanleger, der ein nachhaltiges Investment machen will, ist im Grunde das Thema Atomkraft kein Thema, was er bewegen will. Und das müssen wir halt auch, dem müssen wir halt auch Rechnung tragen. Unsere Fonds müssen ja auch vom Vermittler gut einsetzbar sein und vom Endkunden gewollt sein. So sind die dann aufgestellt, dass Entschuldigung, dass wir das Thema, die beiden Thematiken eigentlich nicht berücksichtigen bei uns in den Fonds. Was mir schon im Vorgespräch aufgefallen ist, jetzt gerade auch ein bisschen durchklang, es gibt ja hinter dieser ganzen Regulierungswelle das Ziel, Geld regiert die Welt, also steuern wir die Zahlungsströme nachhaltig, dann wird die Welt auch besser. Bei Ihnen klingt es so ein bisschen eher durch, das muss von oben durch Vorgaben reguliert werden und die Zahlungsströme alleine schaffen das nicht. Verstehe ich Sie da richtig oder falsch? Nee, da verstehen Sie mich dann eher falsch. Also tatsächlich bin ich so, das ist ein duales Prinzip. Jede Art der Regulierung hat da durchaus ein Stück weit ihre Berechtigung. Aber wir müssen gerade aufpassen, dass wir eben nicht in planwirtschaftliche Verhältnisse verfallen. Und da müssen wir wirklich die Freiheit des Marktes nutzen, um innovativ zu sein. Ich will damit sagen, es ist durchaus opportun, in einigen wichtigen Bereichen für Unternehmen unmittelbar Grenzwerte vorzuschreiben. Das, denke ich, ist dringend erforderlich und auch muss auch durchgeführt werden. Wir sollten nur sehr aufpassen, mit solchen Regularien nicht zu eng zu werden und dem Markt noch Kapazität zum Atmen zu geben. Das heißt, dass Investitionsentscheidungen tatsächlich am besten am Markt gefällt werden und jeder die frei fällen kann und natürlich dann unter Informations zur Verfügungsstellung, und das ist ja dann die Taxonomieverordnung oder die Offenlegungsverordnung, dass ich als mündiger Investor informiert bin und weiß, ob ich in ein nachhaltiges oder eben ein nicht nachhaltiges Unternehmen investiere und dann die Entscheidung frei fällen kann. Wir sehen gerade, dass eben doch viele, viele Gelder weg von den Stranded Assets, wie man ja viele sagt, die da im CO2-Bereich, im CO2-intensiven Bereich noch verharren,
weggehen in Bereiche, die da sauberer sind. Also es findet eine große Umallokation statt und ich halte das einfach für den smarteren Weg. Also ich bin da überzeugt, ich bin ja auch hier bei einer Fondsgesellschaft und wir sind tatsächlich davon überzeugt, dass man als mündiger Investor über die Märkte am besten da in die richtigen Innovationen die Gelder steckt. Das ist eine gute Überleitung zum Handelsblatt von heute. Da gibt es eine Schlagzeile: Nachhaltigkeit, Fehlstart für die grüne Beratung. Seit August müssen Vermittler die Nachhaltigkeitswünsche ihrer Kunden abfragen und passende Produkte anbieten. Nach wie vor fehlt es an Standards. Sie sind Anbieter von Fonds und gleichzeitig jemand, der jeden Tag mit der Beratungslandschaft draußen zu tun hat. Würden Sie dieses Fehlstart für die grüne Beratung, würden Sie das mittragen? Ist es für Sie eher eine Belastung, oder ist es für Sie eher eine Unterstützung, eine Chance, dass es diese Form der Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen bei den Anlegern jetzt gibt? Ja, und das ist wie immer in solchen Situationen ein lachendes und ein weinendes Auge, sowohl auf der einen Seite Unterstützung, weil das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich durch sowas wie eine Taxonomieverordnung und dann eben die Umsetzung in der IDD oder MiFID tatsächlich beratungsrelevant irgendwann mal wird. Die Frage ist nur, ich denke, wir haben da ziemliche Startschwierigkeiten, darauf hebt ja auch der Artikel aus dem Handelsblatt ab und mitten in diesen Startschwierigkeiten sind wir halt gerade. Ein Beispiel, wenn man jetzt einen nachhaltigen Fonds betreibt, dann war das bisher so, dass wir eigentlich auf die Nachhaltigkeitsratingagenturen zur Einstufung auf die Unternehmen gehört haben und damit unsere Fonds nach unseren Nachhaltigkeitsideen, die ja noch nicht sehr klar strukturiert waren, also unsere Ideen waren strukturiert, sie waren halt aber nicht durch eine Regulatorik vereinheitlicht von den verschiedenen Fondsgesellschaften, dass wir da kreativ unsere Fonds gebaut haben nach guten Kriterien von den Nachhaltigkeitsratingagenturen. Und jetzt ist Folgendes passiert. Jetzt hat die EU eine Regulatorik aufgesetzt und in dieser Regulatorik müssen die Unternehmen plötzlich Daten zur Nachhaltigkeit liefern. Daten, die vorher nicht wirtschaftsprüfungsrelevant waren, werden jetzt wirtschaftsprüfungsrelevant. Damit ist das Thema Nachhaltigkeit, hat eine ganz andere Wertigkeit für die Unternehmen bekommen und eine ganz andere Gefahr der Justizialität. Es ist also so, wenn ich da falsche Angaben selber als Unternehmen mache zum Thema Nachhaltigkeit, kann ich durchaus belangt werden und das ist relevant. Will damit sagen, was wir haben die Mäntel, wir haben die Fonds, wir haben den Inhalt durch die Nachhaltigkeitsratingagenturen als nachhaltig abgesegnet. Wir haben aber viele Daten von den Unternehmen noch nicht vorliegen. Die rieseln dann quasi bildlich gesprochen über die Zeit in so eine riesengroße Matrix, das sind dann RTS-Feeds, nennt sich das im Fachjargon, irgendwann rein und irgendwann haben wir auch die validen von den Unternehmen wirtschaftsprüfungsrelevant aufgearbeiteten Daten und können dann wirklich damit auch gute Nachhaltigkeit in den Fonds sicherstellen. Und genau in dieser Phase, wo das gerade so im Umbruch ist, kommt jetzt die Situation, dass tatsächlich die Anbieter oder die Vermittler schon zum Thema Nachhaltigkeit nachfragen müssen. Also als Vermögensverwalter, als Versicherungsvermittler und der Dritte im Bund, alle, die nach KWG-Lizenz arbeiten, sind ja verpflichtet, seit 1.8. das Thema Nachhaltigkeit entsprechend anzusprechen. Und ich weiß von vielen aus dem Markt, dass das Thema bisher erstmal an die Seite gelegt wird und dass man eben eigentlich dann nicht über Nachhaltigkeit redet. Und einen Fonds nimmt, der eben auch gut ist. Und ja, sehen Sie, der hat dann hier auch noch einen Stern von irgendeiner Nachhaltigkeitsbewertungsinstanz bekommen. Und das ist ja schön, das wird dann eher als Add-on verkauft. Und das ist gerade so gesehen ein Fehlstart. Ja, weil die Instrumente noch nicht auf dem Tisch liegen, die Dinge sind noch nicht so weit gereift, dass man das vernünftig dem Kunden aus voller Inbrunst darlegen kann, wie die Nachhaltigkeit funktioniert. Und das wird noch ein bisschen dauern. Das mängelt sich aus. Ich glaube, wir werden früher nächsten Jahres schon ein bisschen anders gucken, aber bisher ist es ein Fehlstart, so meine Einschätzung. Jetzt kommt ja bei Ihnen noch eine Besonderheit dazu. Viele andere KVGs haben, wenn man das so will, eine Produktpalette aus einem Guss, sagen wir mal, weisungsbefugte Fondsmanager. Da kann ein einheitlicher Ansatz von oben auf alles draufgesetzt werden. Sie haben eine Multimanager-Boutique. Das heißt, die Fondsmanager ihrer Produkte sind bei anderen Asset Manager, sind selber Asset Manager, wenn ich jetzt an Shareholder Value beispielsweise den Frank Fischer denke oder wenn ich an Arcatis denke. Deshalb die Frage, inwieweit Sie, was die Strategien dieser Produkte angeht, die Nachhaltigkeitsstrategien, eine einheitliche Vorgehensweise in diesen Produkten drin haben, beispielsweise mit Blick auf die Nachhaltigkeitsagenturen, wo Sie Ratings beziehen. Das ist also schon unterschiedlich von den Fonds. Da sind wir tatsächlich ein Stück weit divers aufgestellt, auch bewusst divers aufgestellt.
Um das plakativ zu machen, will ich mal vielleicht die beiden Mandate, die jetzt bei der Akathis gemanagt werden, mal gegeneinander stellen. Bei dem Prima Global Challenges ist es so, dass wir die Idee zu einem Nachhaltigkeitskonzept haben und das hatten und das der Akathis vorgestellt haben und daraufhin ist dann der Fonds entstanden. Und hier geht es darum, dass die Unternehmen jetzt schon mit ihrem Kerngeschäft einen nennenswerten und messbaren Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit leisten. Das ist das eine Mandat der Prima Global Challenges. Der Prima Zukunft ist wiederum ein Mandat, wo die Akathis Ideen hatte, Zukunftsthemen zu adressieren in einem Fonds, was relativ offensiv passieren sollte, deshalb auch außerhalb der Akathis, die ja als Value Investor oft auf die Finanzkennzahlen der Unternehmen achtet oder achten muss. Außerhalb ist der Fonds deshalb, weil wir da sehr innovativ auf Zukunftsunternehmen zugehen, die eben noch nicht die normalen Value-Kennzahlen abdiskontierbar haben. Und das ist dann, hier haben wir dann erkannt, dass da auch ein Nachhaltigkeitsaspekt sehr stark mit adressiert wird. Im einen ist es das aktuelle Tun, jetzt schon messbare Effekte. Bei dem anderen liegen die großen Effekte womöglich erst in der Zukunft. Als Beispiel möchte ich das kurz adressieren, wie man das sehen kann. Beim Klima Zukunft haben wir die Firma John Deere mit drin. Die haben zwar grüne Trecker, aber per se würde man jetzt auch nicht die große Nachhaltigkeit vermuten. Sie spielen eine essentielle Rolle bei der Welternährung. Große Trecker, die zum Beispiel in der Ukraine auch viel eingesetzt werden. Und John Deere hat jetzt den Schritt gemacht, Precision Farming in sein Landmaschinen mit einzubauen. Und damit fährt der Trecker satellitengesteuert übers Feld. Weiß zu jedem Zeitpunkt, wo er sich genau befindet. Und Sie alle kennen das, wenn man so ein Handy hat, dann kann man halt auch, wie geht's deiner Zimmerpflanze.de oder irgendwelche Apps runterladen, die sehr genau an Einzelpflanzen erkennen können, wie der Zustand der Pflanze ist. So genau das kann dieser Trecker halt auch. Er kann tatsächlich einzelpflanzenbezogen entsprechend die Pflanzen mit zum Beispiel Dünger versorgen. Er kann erkennen, das ist die falsche Pflanze, die nicht gewünschte ist, die er dann eben quasi mechanisch sogar jäten kann mit einem kleinen Laserstrahl oder mit einem Stromschlag oder mit einem kleinen Messer, was rausfährt. Einzelpflanzenbezogenes Jäten bedeutet natürlich, ich brauche viel weniger Pflanzenschutzmittel. Und wenn ich weiß, wie es der Einzelpflanze geht, auch viel weniger Dünger, weil nur die relevant Dünger brauchen, werden gedüngt. Und das sind dann extreme Einsparungen an Düngern und an Pestiziden. Und das ist dann wieder ein großer Schritt Richtung Nachhaltigkeit. Und das ist natürlich durch ein anderes Nachhaltigkeitssystem, das ist dann von Imoviris, jetzt Moody's zu adressieren, als zum Beispiel bei der ISS, ESG, das ist die Ratingagentur für die Global Challenges, die eben guckt mit diesem Kerngeschäft und diesen nennenswerten Beitrag misst, der sich auf 7 globale Herausforderungen fokussiert. Und das sind so zwei ganz verschiedene Konzepte, ganz verschiedene Auswahl der Unternehmen und die Nachhaltigkeitsratingagenturen dazu dann eben halt auch immer passen, dass wir die bestmögliche Datenverpflegung haben und auch Datenverarbeitung durch den Fondsmanager. Ja, das ist dann damit sichergestellt. Und so sind wir halt für alle vier Fonds, haben wir vier verschiedene Nachhaltigkeitskonzepte und Ansätze mit unterschiedlichen Fokussierungen. Wobei, und das ist, glaube ich, noch der letzte wichtige Punkt dazu, es gibt eine große Einheitlichkeit, was wir zum Beispiel an Brot- und Buttergeschäft zum Thema Nachhaltigkeit haben, dass es sowas wie Ausschlusskriterien gesetzt haben, dass die eben doch sehr ähnlich sind bei allen Fonds. Nicht ganz 100% gleich, aber in vielen Bereichen sehr ähnlich. Das heißt, so eine Grundnachhaltigkeit ist bei allen gesetzt und gleich. Die absolute Basis sowieso, die prima Leitlinien, Grundnachhaltigkeit. Und dann kommt das individuell passende Konzept für den einzelnen Fonds drauf. Und da ist es auch gut, die passende Ratingagentur über den meistens Anlageberater vom Manager in der Hand zu haben. Jetzt haben wir uns über die unterschiedlichen Strategien unterhalten der Produkte, was aber ja andere Asset Manager, die das aus einem Guss bei sich im Hause haben, häufig betonen, ist das Thema Stewardship, das Thema Engagement, Einflussnahme auf die Unternehmen durch Stimmrechtsausübungen, durch direkte Unternehmenskommunikation. Können Sie die als Prima denn direkt selber vornehmen oder ist das Sache Ihrer Asset Manager? Da muss ich etwas ausholen, um diese Frage gezielt zu beantworten. Im Grunde genommen ist es ja so, dass jeder Fonds, jedes Mandat seine ganz klaren Leitlinien hat zum Thema Nachhaltigkeit. Und damit ist ja dann auf dieser Ebene, wie die Nachhaltigkeit in dem Mandat aufgesetzt ist, auch überhaupt unsere Möglichkeit abzustimmen. Das heißt, wir können nur im Sinne des in dem Verkaufsprospekt niedergelegten Nachhaltigkeitskonzeptes oder was irgendwo anders noch referenziert ist, abstimmen. Das heißt, das ist, als Treuhänder haben wir halt nur die Obliegenheit, genau so, wie das da zu dem Fonds eben passt, abzustimmen. Und das ist natürlich dann wieder so, wie das die einzelnen Asset Manager als Konzept und Strategie aufgelegt haben. So ist das dann entsprechend dann auch, dass wir da in diese Richtung abstimmen können.
Wir haben bis jetzt bei der Prima Stand jetzt noch keinen eigenen Abstimmungsprozess aufgebaut, keinen systematischen. Wir sind gerade dabei, den jetzt zu installieren und werden da wahrscheinlich auf Sicht nächstes Jahr dazu rauskommen, dass wir dazu dann zu dem Thema Abstimmung oder beziehungsweise auch Engagementprozess, dass wir da etwas für unsere Anleger nachweisen und auch bieten können. Eine Frage, die sich in diesen Tagen viele stellen, ist die, ob es einen Stimmungswechsel vielleicht unter den Anlegern gibt. Würden Sie unterschreiben wollen, dass man derzeit das Thema Nachhaltigkeit vielleicht schon wieder etwas mit anderen Augen sieht als noch vor 6, 8 Monaten? Wir haben plötzlich eine Phase, in der, ich sag mal, das nicht nachhaltige Anlageuniversum zumindest mal vorübergehend Outperformer ist. Wir haben einen Blick auf die Stromrechnungen, Transformationsprozess kostet Geld. Sorgen Sie sich darum, dass sich die positive Grundhaltung der Deutschen zum Thema Nachhaltigkeit, die wir ja definitiv in den letzten Jahren haben beobachten können, dass die angesichts der jüngsten Entwicklungen Schaden nimmt? Das kann durchaus sein. Also es mag sein, dass der eine oder andere tatsächlich die Ursache für die höhere Stromrechnung tatsächlich in der mehr Nachhaltigkeit, die gewollt ist, sieht. Gleichwohl ist das wahrscheinlich der falsche Referenzpunkt. Man muss an der Stelle eben halt ganz deutlich machen, dass es ja nicht gewollt ist, die Stromrechnung irgendwie höher werden zu lassen, sondern dass es einfach tatsächlich Gegebenheiten sind, auf die wir jetzt reagieren müssen. Vieles durch den Ukraine-Krieg da jetzt in Bewegung geraten, aber tatsächlich ist es so, dass wir einfach zu einem Energiepreis halt wahrscheinlich kommen müssen. Das wird gar nicht anders gehen, der tatsächlich die Relevanz dessen, was wir da mit der Energie machen, auch wirklich abbildet. Das heißt, wenn ich viel CO2 emittiere, dann habe ich auch einen großen Anteil von Umwelt verbraucht und das kostet halt einfach Geld. Und dieses Einpreisen des tatsächlich Passierten, das ist einfach, was uns die Realität aufzwingt. Im Grunde genommen ist das nicht eine Entscheidung, nachhaltig oder nicht. Wenn wir nicht nachhaltig agieren, werden die Kosten wahrscheinlich noch sehr viel größer werden. Und das ist halt das, da liegt es wirklich an uns, das klar zu kommunizieren, zu sagen, okay, wenn wir jetzt diesen Weg gehen und freiwillig mehr Nachhaltigkeit suchen, dann haben wir den günstigsten und billigsten Weg gewählt, uns an den Klimawandel anzupassen. Wenn wir den Klimawandel nicht wahrhaben wollen und anders reagieren, dann wird es sehr, sehr, sehr viel teurer für nachfolgende Generationen. Und im Grunde ist es wichtig, den kosteneffizientesten Weg zu gehen. Da gibt es eine interessante Grafik vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, was dann mal tatsächlich ausgerechnet hat, wo denn eigentlich das Optimum ist, bis zu welcher Temperaturzahl wir eine Erwärmung haben können. Und wann werden denn dann die Folgekosten höher als die Vermeidungskosten? Und das ist ziemlich genau bei 2 Grad auch erreicht. Also wenn wir drüber gehen über 2 Grad, dann wird es noch erheblich teurer. Und da sollten wir klug sein und uns dessen gewahr sein. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Kommunikationsproblem, was wir haben, dass viele immer noch denken, wir brauchen bei diesem Nachhaltigkeitsthema nicht mitzumachen und würden dann irgendwie in eine gute Zukunft kommen. Da wird die Zukunft noch viel teurer. Und das ist die schlechte Botschaft. Es wird eben nicht günstiger werden. Wir haben tatsächlich wahrscheinlich, stehen wir vor einem gewissen Wohlstandsverlust, den wir als Gesellschaft verarbeiten müssen und hinnehmen müssen. Aber das kann nur zu kompensieren sein, wenn wir innovativ und klug in die Zukunft gehen. Und innovativ und klug in die Zukunft zu gehen, heißt immer ideologiefrei zu sein und offen zu sein, open-minded, dass wir tatsächlich gucken, was sind denn wirklich die großen Zukunftsthemen und gelingt es uns in Deutschland wieder in irgendeinem Technologiebereich führend zu sein. Und da sollten wir sehr darauf achten, dass uns das wirklich gelingt, denn dann haben wir auch wieder Wohlstand für alle. Und das ist eigentlich ja das Ziel, was wir gerne wollen. Da sind wir schon fast beim perfekten Schlusswort. Nichtsdestotrotz frage ich meine Gesprächspartner ja am Ende einer Sendung immer nach einer Literaturempfehlung. Und das führt mich zu einer, über die ich gerade selber in der Vorbestellung gestoßen bin, nämlich vom Club of Rome, Earth for All. Wir erinnern uns, der Club of Rome hat ja damals schon das wegweisende Buch Grenzen des Wachstums geschrieben. Das Neue betont die sozialen Faktoren. Sehr viel Blick immer auf das Thema Environmental, vergleichsweise wenig noch auf das Thema Social. Was, bevor wir Ihnen Ihre Literaturempfehlung abluchsen, Herr Schott, vielleicht noch die letzte Frage erlaubt, wie Sie die sozialen Faktoren, die ja hier betont werden in diesem neuen Bericht, wie Sie denen in Ihren Fonds Rechnung tragen. Ich möchte kurz noch eine Einordnung zu dem Club of Rome machen, weil das ist ja sozusagen
Urstory zum Thema, Achtung, wir müssen aufpassen, was kommt in Rom. Das ist so das, was vielen Leuten dann tatsächlich bekannt gewesen ist. Und der Club of Rome hat ja Prognosen gemacht. Er hat eine Bevölkerungsentwicklungsprognose gemacht, dass wir doch sehr, sehr viel stärker weiter wachsen. Wir wissen mittlerweile ziemlich valide, dass wir bei 11 Milliarden wahrscheinlich kumulieren werden, dass dann die Menschheit eher wieder etwas schrumpft, wahrscheinlich auch wieder auf irgendwas bei 7 Milliarden zurück. Das sind so die plausiblen Szenarien zu der Bevölkerungsentwicklung. Zum Verbrauch der fossilen Energieträger hatte der Klapper vor mir ja gesagt, dass schon längst alles aufgebraucht ist. Das hat sich so überhaupt nicht bewahrheitet. Da hat er, man kann sagen, ja schon ziemlich komplett daneben gelegen. Der letzte Punkt ist die Erwärmung. Da hat der Club of Rome eine sehr gute Schätzung zu abgegeben. Das heißt, das passiert auch eigentlich ziemlich genau so, wie das damals in den 70ern schon erkannt ist. Und dazu muss man sagen, der Klimawandel ist halt auch keine große Raketenwissenschaft, wenn man sich global die gesamte Erde anguckt. Man kann ziemlich leicht bilanzieren, dass die Erde wärmer wird, sie wird es. Im Bild ist das, wenn ich einen Kochtopf auf dem Herd stelle, die Wassermenge kenne, die Wassertemperatur kenne und die zugeführte Wärmetemperatur und die Raumluft, dann weiß ich, wann das Wasser kocht. Das ist, wird die Erde wärmer. Die Frage ist so zu beantworten. Und das andere ist, wenn ich jetzt granular gucken will, wie es in einzelnen Bereichen wird, dann ist das wieder, um im Bild zu bleiben, die Antwort auf die Frage, wann schlägt denn eine Blase in dem Topf an welcher Stelle? Das ist fast nicht zu beantworten. Das ist dynamische Mathematik. Beantwortbar ist, es wird Blasen geben in dem Topf. Und das ist dann wieder aufs Regionale bezogen, das Thema Klimawandel. Und das ist mit, was der Club of Rome jetzt sagt, ist eben der Sozialaspekt. Wir dürfen ihn nicht vergessen. Wir müssen tatsächlich große Teile der Menschheit einfach mitnehmen. Wir haben ein Allokationsproblem. Wir könnten die Welt zum Beispiel komplett ernähren. Das wird diesen Winter sicherlich ein Thema werden. Wir wissen, aufgrund der Wetterextreme haben wir viele Nahrungsmittelproduktionsausfälle. Ukraine ist vielen bekannt. Weniger bekannt ist, dass wir in Indien eine sehr große Hitzewelle im Mai hatten und in China jetzt gerade eine hatten. Also mitten in den Erntephasen. China fünfmal so groß die Getreidemenge, die geerntet wird, Indien fünfmal so groß wie die Ukraine und dann China nochmal doppelt so groß. Und das ist wahrscheinlich ein Allokationsproblem. Und darauf fokussiert jetzt der Club of Rome, dass man sagt, okay, wir müssen insgesamt die gesamte Menschheit mitnehmen. Wie das machbar ist, wenn ich dazu eine Antwort hätte, würde ich die jetzt hier gerne liefern. Aber Fakt ist, dass wir da wahrscheinlich an der Stelle noch stark gucken müssen und eben den Social-Bereich auch in Nachhaltigkeitsinvestments mehr adressieren müssen. Herr Schott, an der Stelle danke ich Ihnen schon mal. Haben Sie eine Literaturempfehlung für uns? Was liegt derzeit auf Ihrem Nachttisch? Was Ja, bieten Sie uns an? habe ich. Und zwar denke ich, dass es ganz gut ist, da beim Stefan Rahmstorf immer mal zu gucken. Der ist vom Potsdam-Institut und einer der meist zitierten Wissenschaftler. Wem höre ich zu? Cui bono ist immer die Frage, womit verdient er sein Geld? Wie ist denn sein wissenschaftlicher Ruf? Und der ist exzellent. Und da hat er ein Buch geschrieben, 3 Grad mehr heißt das jetzt. Das ist relativ dick. Wer das Ganze vereinfacht haben will, da gibt es von der Beck'schen Reihe der Klimawandel, da ist er auch Mitautor. Und das ist dann etwas handlicher und das gibt einen guten Überblick über die Situation, in der wir uns befinden. Und da ist es eben halt nochmal, was man ganz klar sagen muss, die Situation wird jetzt so kommen. Wir müssten möglichst günstig, kosteneffizient mit ihr umgehen und das ist nachhaltig mit ihr umzugehen. Dass Kosten kommen werden, ist klar, aber diese Kosten müssen wir halt gering halten. Und das ist unter anderem auch Aufgabe von uns als von Gesellschaft. Herr Schott, ich danke Ihnen für das Gespräch. Nachhaltigkeit ist kein Selbstzweck, das ist, glaube ich, deutlich geworden. Auch die Notwendigkeit, Wohlstand zu teilen und auch andere Dinge miteinander zu teilen. Und wir haben gesehen, dass die Beratung, ja, sie mag am Anfang ruckeln, Regulierung ist wichtig. Wir haben uns alle Standards gewünscht, wir haben uns alle Definitionen gewünscht, wir haben gesagt, wir wollen etwas haben, dass Greenwashing nicht möglich oder besonders erschwert wird. Da sind Maßnahmen für getroffen worden, an die sich aber diese Branche gewöhnen muss und wie Sie eben betont haben, natürlich irgendwann auch die Daten erstmal kommen müssen, um aus den Selbstdeklarationen auch überprüfbare Fakten zu machen, die wir beurteilen können. Danke dafür. Danke den Zuschauern, dass Sie uns hier heute zugehört haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Podcast bewerten, wo Sie die Möglichkeit dazu haben, wenn Sie ihn weiterempfehlen an Bekannte, an Freunde und Ihre Kollegen und verabschiede mich dann hier wie immer aus dem ABC Tower mit einem kölschen Tschö.